Jetzt ein bisschen rein in die Reactions, Kinders. Weil ich habe hier nämlich zum Beispiel eine 20.000-Kalorien-Challenge. Das wird sich sehr gerne angeschaut. Bin ja auch ehemaliger Experte auf dem Gebiet. 20.000-Kalorien-Challenge vom Kollegen Martin Hahn. Kennt man den? Weiß einer, wer Martin Hahn ist? Er sieht auf jeden Fall nach einem Bodybuilder aus. Ich bin sehr gespannt, meine lieben Damen und Herren. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir hier zu sehen bekommen. Mein Rekord damals waren 16.500 oder 18.500 Kalorien waren es, glaube ich, in 24 Stunden ohne Flüssigkalorien. Ja, das sind immer die Voraussetzungen, die es gibt für eine Kalorien-Challenge. Ich hoffe, dass der sich daran hält. Also, ne, immer wenn man eine Kalorien-Fress-Challenge macht, keine Flüssigkalorien und man muss alles, was man isst, auf der Kamera fest sein, per Zeitraffer. Also, du darfst nicht irgendwas essen und dann ist ein Schnitt, weil dann könntest du ja faken. Könntest du das irgendwie ausspucken oder kannst einfach ein bisschen was wegräumen und dann am Ende einfach sagen, ja, du hast es aufgegessen. Deswegen hoffe ich dafür, dass er sich an die Regeln gehalten hat. Die offiziellen Hamsterbacken x fieser Dinkel-Regeln von Franklin und mir. So sieht's aus. Leute, mein Name ist Martin Hahn, Bodybuilder. Aha, das haben wir schon mal die erste Frage beantwortet. Wieso macht man sowas? I do this for entertainment reasons. Bodybuilder und Personal Trainer aus Baden-Württemberg, auch bekannt durch etliche TV-Formate, in denen ich mitgewirkt habe. Und heute habe ich mir gedacht, ich mache eine Kalorien-Challenge. Und zwar geht es um die 20.000 Kalorien. Die ist unfassbar, diese Challenge. Warum mache ich das? Erstens, ich habe mir in meiner Wettkampfvorbereitung die ganze Zeit diese Kalorien-Challenges angeschaut und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann ich doch besser. Das schaffe ich doch. Und ich bin jetzt wirklich nie dazu gekommen, das mal wirklich auszuprobieren. Ich werde mich da auch an diese ganzen Regeln halten, die es da gibt. Sehr gut. Regel Nummer 1, keine Flüssignahrung. Jawohl. Regel Nummer 2, die habe ich selber eingeführt, ist keine 5000-Kalorien-Kuchen. Ne? Deshalb okay. Also solche hochkalorischen Kuchen von Cookie Factory oder so sind nicht okay. Erlaubt. Alles andere, das fände ich sogar okay. Andere ist erlaubt. Aber warum dann keine Flüssigkalorien? Weil Trinken halt wirklich einfacher ist als Kauen. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Du könntest ja eine Flasche Olivenöl trinken und dann hast du, weiß ich nicht, 4000 Kalorien drin oder so. Das ist halt ein bisschen wack. Alles, was essbar ist. Ich werde auch das Datum und die Uhrzeit. Oder Cola Zero nebenbei. Wenn du die ganze Zeit nebenbei Cola trinken würdest, über den ganzen Tag verteilt, weil du ja Wasser aufnehmen musst, dann sind das ja auch Flüssigkalorien, die aber nicht zählen. Zeigen, wenn es soweit ist. Ich denke, ich werde so gegen 20 Uhr heute am 27.04. Ich bin echt gespannt, ob der durchzieht. Die Regeln nennen sich die sogenannten Hamsterregeln von Grüße an Franklin. Die werde ich alle befolgen. Zeitraffer. Genau, habe ich auch gesagt. Sehr gut. Ich sehe, dass ich alles aufesse und nicht einfach sage, jetzt esse ich eine Pizza und auf einmal ist die Pizza weg. Ich muss dazu noch sehr sagen, sympathisch. Ich habe mich nicht vorbereitet explizit, also ich habe jetzt keine Diät gemacht. Im Gegenteil, ich bin im Peak meines Aufbaus mit, ja das sieht ein bisschen aus, bisschen Wasser, die ich esse. Da ich das Bodybuilding natürlich auch sehr ernst nehme, habe ich jetzt gedacht, nee, weißt du was, ich mache dafür jetzt keine Diät oder bereite mich explizit darauf vor. Ich probiere es einfach und entweder ich schaff's oder ich schaff's nicht. Könnt mir ja ein Abo dalassen, wenn ihr Bock habt oder mir auf Instagram folgen. Ich füge hier mal meinen Instagram-Namen ein. Muss sagen, sehr sympathisch bisher. Und dann können wir die ganze Sache auch schon starten. So Leute, ich war gerade bei McDonald's. Damit ich bin ja selber gerade am Cutten, ne? Und jetzt sich das anzugucken, das ist immer ein Genuss. 1 Kilogramm Olivenöl, 8840 Kalorien. Deswegen, das wäre halt auch lame einfach. Moin Bern. Ich heute anfangen. Ich zeige euch meine Bestellung. Einmal eine Cola Zero, wir wollen nicht fett werden. Ganz so. Wichtig. Dann habt ihr einmal diese Riffelkartoffeln. Heiße Apfeltasche für danach. By the way, Apfeltasche, Hot Take von mir, overrated. Noch nie gegessen. Chicken Nuggets, einmal Cheeseburger, Big Mac, zweimal Cheeseburger, ja. Dreimal Cheeseburger, ja. Viermal Cheeseburger. Ja. So, oh, da ist ein weiteres Chicken mit reingeflogen. Esse ich auch gern. Und da habe ich einmal hier Currysoße. Okay, ich rate jetzt, wie viele Kalorien das sind. Ich sage, das sind ungefähr 2500 Kalorien, 2700 vielleicht. Und Sour Cream Dip als Dips. Ich werde auch noch ein bisschen... Ah, die Pommes habe ich vergessen. Dann knapp 3K. Ketchup verwenden. Mein Plan ist jetzt, das nicht abzuwiegen. 1100 bis 1300? Nee, ist Quatsch. Sondern einfach die ganze Flasche über in den 24 Stunden leer zu machen. Und dann die ganze Flasche mit zu tracken. So. Ist vor allem auch noch... Ja, natürlich. Nee, ich sag 2,6. 2,6. 2,6 sage ich. Also hier habe ich die offizielle Weltuhr offen. Ja, sehr gut. Es ist 20:09 Uhr. Das lasse ich hier aufgestellt. Nee, mehr als 2000. Wenn das unter 2000 Kalorien hat, Chat, dann gift dich 5 Subs. Andere Kamera, mit der ich jetzt filmen werde, mit einem Zeitraffer. Wir filmen auch mit beiden Kameras trotzdem mit, falls irgendwas abbricht, dass wir sehr da gut. Auf jeden Fall. Sehr sympathisch. Sind. Okay, perfekt. Okay, sagt jetzt.
Okay, aber ich habe 2,6 gesagt, ne? 2,5, 2,6. 3.000 wäre besserer Call gewesen. Aber trotzdem schlecht. 4 Cheeseburger? Oh, ich habe mit 3 Cheeseburgern gerechnet. Hä? Boah, hätte ich da jetzt gerade Bock drauf, Alter, ne? Und danach einfach schlafen gehen. Ich habe mit, ja, aber ich bin dann wieder zurückgerudert, als ich 3K gesagt habe. Die Kamera ist ausgegangen, deshalb filme ich das jetzt mit dem Handy. Inhaliert einfach. Das ist weg. 21.32 Uhr. Ich habe jetzt kurz eine Pause gemacht, wir haben was angeschaut. Und jetzt gibt's Nachtisch. Das ist der alles? Ja. 5-mal Milchschnitte, eine Packung Kinderriegel und. Das laden wir jetzt auf und dann gibt es gleich wieder 2 Perspektiven. 1, 2, achso. Doch. Okay, er hat nur einen gegessen davon. Imagine. Das unterschätzen halt auch viele, ne? Das waren jetzt einfach. Aber die lagen im Kühlschrank und sind steinhart. Ah, okay. Überleg mal, das sind gerade einfach 9 von diesen Pinguin-Dings gewesen. Das wird auch irgendwann so viel im Mund, ne? Nächste Mahlzeit. Piccolinis. Piccolinis gibt's jetzt 9 Stück. Ja, also eine ganze Packung, 3 Käse-Piccolinis. 1.100. Dazu habe ich einmal hier nur Ketchup und eine Sour Cream-Packung. Die versuche ich die ganze auch Packung? Im Laufe der 24 Stunden leer zu machen. Deshalb werde ich da nicht irgendwie abwiegen oder so. Weil ich denke mal, das wird leer gehen. Genau. Die mache ich jetzt auch als Tipp. Das wird jetzt als nächstes gegessen. Und dann gibt es noch einen Nachtisch. 800. 1.300. Nee. Piccolinis haben 800. Oh, stark, Alter. Sollte ich stark. Ich dachte ja ein bisschen mehr. Weil da so viel Käse drauf war. Achten wir gleich. Das hier, das, was ich bin. So, Leute. Nachtisch. Digga, die sind so, also Ben & Jerry's ist so overrated, ne? Hat stabil um die 1.300 Kalorien, das ganze Ding, ne? Wie gesagt, ich werde alles eintracken und das gönne ich mir jetzt hier auch. Digga, er ist aber auch stabil gerade unterwegs. Bro, das war jetzt 3 Stunden, oder? Ja. 23.16 Uhr. Bro, er ist so stabil unterwegs. Das waren jetzt wie viele Kalorien? 5 oder 6.000 innerhalb von 3 Stunden, ne? Nein, oh, Männer. Das ist die Gier. Er macht 20.000 Kalorien Challenge. 20.000 Kalorien in 24 Stunden. Ohne Flüssigkalorien. Ja. So, Leute. Stark, boah, krass. Okay, vielleicht schafft er es, wenn er ein guter Esser ist. Es ist jetzt 11:30. Stark. Auch noch mal. Ja, Zuckerschock. 40 schon fast. Aber dann machen wir uns mal langsam Bett fertig hier. Morgen ist ein langer Tag. Morgen gibt's ganz viel Essen. Morgen geht's zum Bäcker. Das ist das. Oh Essen. Ja, Bäcker, beste. Okay. Guten Morgen, Leute. So, ich bin jetzt aufgestanden. Es ist Freitag, 28. April, 6.20 Uhr. Digga, die Hintergrundbilder. Zum Bäcker, um mir ein bisschen was für mein Frühstück zu holen. Ich habe nämlich noch eine Menge vor mir heute. Was ist das Allergeilste, was man beim Bäcker holen kann, wenn man nicht auf Ernährung achtet? Sind wir Handshake? Erstens eine Puddingbrezel. Wie geil sind diese Teile? Also die sind nicht salzig, sondern das ist so ein Blätterteig und in der Mitte ist so Pudding. Und dann so irgendwas mit Käse. Entweder so ein überbackenes Käsebrötchen mit Käse drin oder so belegt einfach generell mit so einem Käsebrötchen. Ich muss sagen, ich bin kein Franzbrötchen-Fan. Ich finde die nice, aber nicht so, dass ich von allen Dingen, die es gibt, mir das aussuchen dürfte, wenn ich könnte. Und ich mache das jetzt spontan, worauf ich Lust habe. Das ist auch mein Tipp an jeden. Ihr verdaut besser, was euch schmeckt. Stark, ganz macht wichtiger gut. Punkt. Drückt euch in der Kalorien-Challenge nichts rein, wo ihr keinen Bock drauf habt. Ne? Kauft euch Käsebrötchen mit so Leberkäse. Nicht nur, was irgendwie viel Kalorien hat. Genau. Und dann werde ich mal gucken, welche Strategie ich fahren werde. Ich denke mal süß, salzig im Wechsel. Genau. Da wird es laut. Hier, Bäcker. Und da hole ich jetzt was. Ja, ein Croissant. Genau 100 Gramm. So, jetzt wiege ich meinen Nutella ab. Dass ich's auch oh, Quarkbällchen, auch sehr stark. Nein, wie er schon am Luftziehen ist, wie er atmet. Das sind 40 Gramm. 83 Gramm Nutella. So. Sieht sehr unanständig aus. Es gibt Schoko Crispies. Ich werde, also es hat 330 Gramm. Ich werde mir das aufteilen auf zweimal. Ich will die ganze Packung essen. Ich esse jetzt die Hälfte, das wären dann 330 oder 15 Gramm.
Ja, oder bin ich jetzt dumm? Nee, doch. Nee. Nee, 175. 100. Nee, 165. 165. Mathe war die unsere Stärke. Alles gut. Bodybuilder alles hier, gut. Aber nicht hier. Wisst ihr Bescheid? Wie alt ist der? Weiß 167 sind es jetzt. Ich denke, also ich schätze ihn so. Ist 168 ist ja scheißegal. Wir rechnen mit 330 Gramm, weil den Rest, das filme ich auch kurz, nicht, dass ihr denkt, ich mache da weniger rein. Füllen wir in diese ESN-Box. Also es stimmt schon, dass die Bodybuilder immer älter aussehen, als sie sind. Ich muss auch ein bisschen an meine Gels denken, das werde ich aber nicht mit einrechnen. Keine Was? Milch. Ja. Hat er gesagt, ja. Einmal die Schoko Crispies, Kaffee, drei Croissants. Dazu esse ich die 483 Gramm Zart, danke für den Raid. Und Donut. Mhm. Ein Nussplunder. Oh ja, die sind sehr geil. Stark. Aber das ist wirklich ein. Also. Ja, läuft schon. Das ist ein Wack-Frühstück für eine 20K-Challenge. Also da habe ich mir mehr erhofft, muss ich sagen. Zart, danke für den Raid. Aber wir hätten schätzen sollen. Scheiße, habe ich vergessen. Sorry. 2,6. Aber er ist früher aufgestanden, auf jeden Fall. Ah, diese Cereals fehlen halt, ne? Ich bin jetzt ziemlich voll und ich glaube, es würde jetzt keinen Sinn machen, das noch reinzustopfen. Doch, rein! Besser, dass ich schneller mit der Verdauung hinterherkomme. Mache ich eine kurze Pause. Werde jetzt gleich trainieren gehen. Und ein bisschen den Appetit anzuregen. Die zwei Sachen. Donut und Nussplunder. Wo ist der das alles hin? Siehst du nicht, wie breit der ist? Es ist gerade nicht so, dass ich überhaupt keinen... Ich habe keinen Hunger mehr. Aber es ist nicht so, dass ich nicht noch was essen könnte. Aber dieser süße Geschmack von den ganzen Nutella und Schoko-Crispies, dieser Schokogeschmack ist so permanent gerade, dass ich dann auf jeden Fall erstmal was in eine andere Richtung brauche, bevor ich das hier esse. Aha, Frage. War das jetzt erster Schwächeanfall oder war das einfach nur smart durchdacht, Chat? Er curlt. Ah, chillig. Er curlt mit 30 Kilogramm. Cool. Das ist, ja, das ist das, was ich noch nicht mal bei Schrägbankdrücken mache. Das curlt er. Nice. Ah, sind 20, hab nichts gesagt. Digga, ich dachte gerade 30. Dann ist schlecht. Alles gut. Ist doch nicht krass. Krieg ich auch hin. Bin ja auch im Cut. Ja. Okay. Boah, stabil. Das Käse einfach. Digga, was macht denn Käse in dem Video? Junge. Käse hat angefangen zu trainieren. Stark, macht er gut. Chris, weitermachen. Stark. So, Leute. Jetzt gibt's hier wieder heim zusammengemischt den Rest von den Schoko-Crispies. Direkt nach dem Gym, wichtig. Ah, stark. Ja. Wie ein Löwe. Jetzt geht's heim. Weiter essen. Rückfahrt bei McCray vorbei. Ja, Mc's. Denn die Kalorien müssen rein. Richtig. Wir haben es jetzt gerade. Damit ihr seht, das ist kein Screenshot. 9.55 Uhr. Ich lieb's, wie die sich darum bemühen, dass es nicht gefaked ist. So. Oh. Es ist 10.36 Uhr. Wie man sieht. Okay, schätzen. Das sind jetzt 3 Cheeseburger, glaube ich, oder? Gerade geduscht. Komm gerade vom Sportheim, war auf dem Rückweg bei McDrive. Das gibt's später. Sour Cream von gestern. Wird jetzt weiter leer gemacht. Ketchup. Wie viele Cheeseburger sind das denn? 4 Cheeseburger habe ich mir geholt. Okay, 1200. Kleine Pommes. Und ein McFlurry. Okay. 1400. Dann kleine Pommes. McFlurry. Plus Donut und Nussschnecke. Ich sag nochmal 2,7 alles zusammen. 2,7 oder 2,5. Das sind 1200. Dann Pommes, dann McFlurry. Das sind schon locker so 1,8. Plus Donut und Nussschnecke. 2,7 war ein bisschen zu viel, glaube ich. Den habe ich allerdings nochmal in den Kühlschrank gestellt, dass er nicht schmilzt. Hier
noch einen McFlurry. 2480 ist kein schlechter Call, Lasse. Aus zwei Perspektiven. Zeitraffer und richtige Kamera. Geil. Könnt mal in die Kommentare schreiben. Cheeseburger mit oder ohne Gurke? Mit Gurke. Ich liebe die Gurke. Ja, so. Das Allergeilste. Ich liebe die nicht, aber sie sind mir einfach egal. 4 Cheeseburger 1200, McFlurry. Oh, 400 Kalorien. Okay, 4,16. Kleine Pommes, 200. Okay, das habe ich gedacht. Ungefähr 250. 1,8. 1,8 plus dann die Süßigkeiten. Dann passt es ungefähr. 2,4. Uhr. Ja. Voll. So, Leute. Wo sind die Donuts und so? Ein paar Kinderriegel. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Packung hier noch essen werde. Ich werde einfach ein paar snacken jetzt. Digga, wie viele Pokale da stehen. Und Uhrzeit? Ist die Uhrzeit. Danach habe ich einen Friseurtermin. Da laufe ich zu Fuß hin. Das ist so gut. Ja. Fußmarsch. Einfach ein bisschen wieder, ja, den Stoffwechsel anzuregen. Auf dem Rückweg werde ich auch nochmal ins Kaufland laufen und mir ein paar Snacks holen. Genau, dann nehme ich euch mit. Also, ich würde gerne mal so den Zwischenstand wissen. Sorry, ich will einmal ganz kurz wissen, wie der Zwischenstand ist, der Dinge. 10.000 um 10 Uhr. Das heißt, er hat noch 8 Stunden für weitere 10.000. Ich sag, er schafft's nicht. Er hat 10.000 und er hat dabei, glaube ich, noch nicht die Sour Cream leer gemacht. Die muss ja noch leer werden. Und er hat 8 Stunden Zeit für weitere, okay, 9.154 Calories. Schreibt in den Chat, was denkt ihr? Ein Friseurtermin, ja, den Stoffwechsel anzuregen. Auf dem Rückweg werde ich... Zieh mal schlafen ab, ist ja egal, ob du Schlaf abziehst oder nicht. Er hat so oder so 8 Stunden für 10.000 Calories. Dann werde ich zum Friseur laufen und dann kennt ihr den Plan. Let's go. Die fand ich auch wild, Lasse. 11.000. Boah, hat der 5 reingedrückt. Okay, stark. 11.400. Ihr wisst nicht, wie anstrengend es sind, 20.000 Kalorien zu essen, ne? Das wird noch so schlimm zum Ende heraus. Man darf nicht kotzen. Das ist noch eine weitere Regel. Wie man gesehen hat. Ja, man darf nicht kotzen. Pause. Eins hat ungefähr 120 Kalorien, das heißt 5 mal 120 kann sich jeder selber ausrechnen. Ja, weil ich nicht kann. 500 mal 600 Kalorien nochmal drin. Nochmal 600 Kalorien drin. Und dann mache ich mich langsam fertig. Die Pokale sind wirklich W. Geht's weiter. So, Leute, ich bin jetzt auf dem Weg zum Friseur. Er sieht so fertig aus schon. Ich weiß, man sieht es mir vielleicht an, ich sehe nicht gut aus. Ja. Na, aber was will man erwarten nach so viel Kalorien? Digga, ist so krass, was es mit einem macht. Voll, schieb gefühlt so eine Wand von mir her. genau, aber ich laufe jetzt zum Friseur, Haare schneiden, da habe ich dann so ein bisschen Video ist eigentlich laut genug. Laufe auch wieder zurück den Weg und dann hoffe ich auch, dass ich ja vielleicht so ein bisschen kleinen Hunger wieder habe und dann geht's weiter. Wieder fresh und auf dem Weg nach Hause. Was, Junge? Ich bin immer noch voll. Wie ein Tschetsche. Ich habe meine Freundin zum Kaufland geschickt, dass ich mir Zeit spare. Und ein Design frisch. Ich habe mir jetzt ein bisschen was geholt. Ich habe ihr so ein bisschen gesagt, was. Und das wird jetzt gleich gegessen, sobald ich da bin. Ja, wie er schon Luft zieht, ne? Ich lieb's. Uhr und alles. Genau, gerade hat die Uhr hier geklingelt. Ich bin außer Atem vom Zuschauen. Ich will so richtig tief. Denk mal, es ist jetzt 13, nee, oder? 13.15 Uhr oder so ist es eigentlich, glaube ich. So, Leute, jetzt habe ich hier eine Packung Macadamias. Ah, das ist die Geheimwaffe. Oreo Crunchies, die nehme ich jetzt mit zum Tisch. Und die werden jetzt. Und gesnackt. Jetzt wird es halt ehrenlos, Chat. Mache ich jetzt an, hock mich am Tisch. Ab jetzt wird es ehrenlos. Eine Posingstunde. So. Bodenlos. Bodenlos. Eine Packung Macadamia, 893. Guck mal, er ist jetzt bei 12.800. Wie viel Uhr haben wir? So, jetzt bin ich mal vor der Kamera. Ich bereite mir für Martin jetzt eine kleine Zwischenmahlzeit vor. Und zwar gibt es diese ganze Packung Waffeln. Das sind diese Butter-Karamell-Waffeln. Die ganze Packung hat 1850 Kalorien. Wir machen da jetzt Sandwiches draus und packen zwischen Nutella. Nein. Oh, mal schauen, was ich noch so finde. Nein, ist das respektlos. Nutella-Sandwiches ja. Werden es dann werden. Diabetes. Und dann hat er auf jeden Fall über 2000 Kalorien mit dieser Packung drin. Boah, ey, aber die werden auch zum Zerkauen so anstrengend irgendwann. Wenn ihr die schon mal gegessen habt, die sind ja dann immer so klebrig, Alter, und dann wird das so anstrengend, die zu kauen. Hier haben wir jetzt 40 Gramm Nutella drauf. Das kommt jetzt auf die Seite. Jetzt haben wir hier noch so eine
Mandelmus. Cinnamon Cereal Geschmack. Ist das geisteskrank. Bruder, also das ist ja respektlos. So, da haben wir jetzt 15 Gramm Mandelmus. Jetzt kommt die Peanut Squeeze in Chocolate Flavor oben drauf auf die andere Waffel, damit es ein bisschen Vielfalt hat. Auch nochmal 16 Gramm, machen wir 15 draus, dann passt das. Während er isst, 14:49 Uhr. Bodybuilding-Content. 14:47 Uhr, 15.100. Ja! Oh, wait, what the fuck? Er hat ja giga krass aufgeholt. Ja, okay, dann schafft er das doch. Ich nehme alles zurück. 15 Uhr, er hat noch 5 Stunden Zeit für unter 5000 Calories. Safe. Jetzt gibt es noch ein Käffchen für die Verdauung. Ja, stark. Einfach nebenbei vielleicht ein bisschen. Perfekt. Ich glaube auch, schafft er, ja. Oder? Jetzt kämpft er schon ein bisschen? Ah. So, Leute. Wo ist der letzte Bissen? Wie ihr gesehen habt, habe ich kurz gestoppt. Ah, ja. Ich musste dringend auf die Alles Toilette. Gut. Die Kalorien müssen ja auch irgendwie wieder raus. Alles gut. Und deshalb kurze Pause, aber jetzt geht es natürlich direkt instant weiter. Boah, das schmeckt so eklig. Leute, ich habe kurz eine halbe Stunde Powernap gemacht, beziehungsweise bin ich ungewollt eingepennt und Gott sei Dank wurde ich geweckt. Okay. Und am liebsten weiter gepennt. Ja, mit 16.44 Uhr, also fast 17 Uhr, danach haben wir noch 3 Stunden Zeit. Das heißt, 3 Stunden 15. Nochmal eine Macadamia-Packung, weil ich gerade die süßen Waffeln hatte. Boah. Boah, die sind halt so eklig nochmal irgendwann. Und nochmal 900 Kalorien. Einfach so wenig. So wenig Nüsse, 900 Kalorien. Okay, jetzt wird's. Wollt ihr ja nicht auch die Ketchupflasche leer machen irgendwie? Oh ja, er muss kämpfen. Ah, ich weiß nicht. So, jetzt nehmen wir noch etwas Mandelmus. Das ist von mit Geschmack, mit Zimtgeschmack. Nee, Apfel mit Kalorien. Wir versuchen 100 Digga, wie Gramm atmet. Zu nehmen. Das sind 600 Kalorien. Er atmet, er zieht so Luft, der Arme, ey. Boah, so mehr als ich gedacht hab, fuck. Scheiße. Ja, komm, das so, mit dem Löffel sitzt dann ja, komm. Auf jeden Fall locker 100 Gramm. Ich hab auch 20.000 Kalorien Challenge schon mal gemacht, denn. Eine Pizza, Oi! Eine Boston-Pizza von Wagner. Über 1000 Kalorien. So eine Big City ist das. Big City-Pizza. Und ja, ich muss mich ranhalten, Leute. Ich muss mich ranhalten. Pizza-Lami genommen, glaube ich. Egal, was ich esse. Sie hat mich auch gerade gefragt, was für ein Geschmack soll das Nussmus haben. Wie gesagt, spielt für mich keine Rolle. Was ist das jetzt für ein Geschmack? Zimt. Darth Vader hinter der Cinnamon Cereal. Ich habe gesagt, es schmeckt. Ich rede schon Müll. Es spielt keine Rolle für mich, weil ich schwör's euch, alles ist einfach nur noch ekelhaft. Was hat der Stoff denn mit einer 20.000 Kalorien-Challenge? Wie er gezeigt hat mit der Pizza. Oder meinst du die Verdauung? Es ist noch immer Freitag, der 28. April, 17.11 Uhr. Ja, ein bisschen Ketchup dabei. Lecker, lecker, lecker. Die sieht echt nicht geil aus, ne? Die sieht auch noch so komplett undurch aus. Ich hätte die noch mal 5 Minuten reingesteckt. Weil das tut das nicht mehr. Einfach nur eine Challenge. Alles rein. Hauptsache viel. Wie würde es Markus Rühl sagen? Markus Rühl, wenn ich jetzt aufhören würde, würde Markus Rühl mir eine Ohrfeige geben. Die Frage ist, wie viel hast du schon auf einmal verbrannt? Beziehungsweise, wie will man das umsetzen? Darum geht's ja gar nicht. Es geht ja einfach nur darum, also so change-mäßig, weißt du? Deshalb muss nicht schmecken, muss wirken. Das wollte ich hören. Deshalb. Und es wirkt. Damit sie weicher ist, ja gut. Bette, ja. Du willst nachher nicht mehr aufs Klo, sag ich dir jetzt schon. Nee. Boah, 17.700. Ab jetzt fängt's an. Warte, ich geh mal ganz kurz gucken, wie es bei mir war. Aber ich glaube, ab jetzt wird's richtig eklig. Pizza aufgegessen. 17.38 Uhr. Nein! Nein! Also, das ist ja respektlos. Komplett sinnlos, ja. Okay, ich habe in meiner 20.000 Kalorien-Challenge
18.642 Kalorien damals gegessen. In 24 Stunden. Ich bin gespannt, was er sagt. Ist immer noch nicht... Oh, er hat es echt durchgezogen. Boah, Junge. Wie ein Löwe. Eins vor kurzem, ehrlich. Weil es ja offensichtlich... Martin, boah, hat jetzt ein Erstgespräch. Ja, was? Und dazu gibt es jetzt die vier Kinderriegel noch. Okay. Ja, es ist nur noch ein Krampf, ne? Jetzt ist es ganz schlimm. 18.44 Uhr, es ist noch immer der 28. April. Was währenddessen geplant wurde. Er hat im Hintergrund, Martin hat noch immer sein Erstgespräch. Er ist jetzt gerade die Vier-Kinder-Regel, der Zeitraffer läuft ja auch gerade. Und jetzt präpariere ich kurz seinen Donut. Ah, der ist noch von morgens, ne? Das ist auch ein echter Oschi, es ist echt ein ordentliches Teil. Aber den präparieren wir jetzt. Ich weiß nicht, damit die Kalorien noch einfach reingehen. Passt mal auf. Aber ich sag's Martin auch nicht. Dann hat er das nicht so im Kopf. Oh ja, stark. Ja, stark. Raffaello. Und ich glaube, das sind 5 Stück da drin. Nee, sogar 4. Und diese 4 Dinger, die haben ungefähr 300, 250 Kalorien. Ich glaube, 250 eher. Wir tracken das alles ein. Ich sag ihm das aber erst, wenn er den Donut gegessen hat. Na, ob ihm das nicht auffällt? Wifi Material Chat. So, aus diesen 4 Kugeln ist jetzt echt relativ wenig geworden. Das ist perfekt. Jetzt gebe ich das einfach auf. Das ist so ekelhaft, ne? Nicht so geil hier. Wir haben kaum eingeschaut. Martin, wenn du das siehst, es tut mir so leid. Also wenn er das nicht merkt, ne? Aus. Das sind diese 4... Obwohl auf der anderen Seite in so einem Stadion ist dir wirklich alles egal. Es kann wirklich sein, dass ihm das nicht merkt, dass er das nicht merkt. Dann legen wir das Ganze wieder oben auf. Ah, und jetzt? Das kriegt er gleich so. So Leute, ich liege jetzt hier auf der Couch, schieb die Wampe meines Lebens. Wir haben... Boah, nee, schafft er nicht. 19.10 Uhr. Okay, er ist richtig. Eine Stunde Zeit. Eine Stunde, ne? Hier, das ist spannend gerade. Und das heißt, ich muss durchziehen. Ja, ich habe das Ganze mal eingetrackt. Ich werde nachher alles einfügen per Screenshot, dass ich ungefähr weiß, wo ich stehe. Und ich muss jetzt sage und schreibe noch das hier essen. Diesen riesen Donut. Wird noch schon schlecht, wenn ich es anschaue. Eine Packung. Nee, man kann ja vorspulen bei einer Wette, ist ja unfair. Und 4 Kinder Country. Dann hat er das. Dann hat er es geschafft. Zeit drauf läuft. Wenn ich das geschafft habe, habe ich die Challenge geschafft. Ich habe eine Stunde Zeit. Let's go. Ja, okay, dann schafft es easy. Ist passend. Ich dachte, er müsste noch mehr essen. Hier? Ich habe meinen Teller brav aufgegessen. Eigentlich muss die Sonne scheinen. Noch nicht. Noch aber nicht. Danach scheint die Sonne. Danach scheint die Sonne. Danach scheint die Sonne. 60 und die 2 Stunden Minuten. Okay. Hoffentlich nicht. Dem ist einfach nicht aufgefallen. Ne, 19.000, da fehlt doch noch voll viel. Oder sind da noch nicht die Pinguine dabei, wahrscheinlich, ne? Boah, 35 Minuten, okay. So, Donut gegessen. Jetzt geht's in die Küche. Meine Kamerafrau kann nicht überfolgen. Bro, er hat Zeitstress. Waage. Wir das haben ist jetzt die Sour Cream. Ach, die war noch nicht drin, okay. Von gestern, ne, und heute. Und die Packung wiegt halt auch ein bisschen was. Ja, 185 Gramm sind drin. Ich habe nicht alles geschafft. Deshalb wiege ich das jetzt ab. Okay, das sind 99 Gramm. Zieh da mal 10 Gramm ab, dann sind es 90. Oder willst du mehr abziehen? Ja, ich würde einfach sagen, wir lassen es auf 100. So, und wir tracken jetzt die 85 Gramm ein. Dann hat er 85 Gramm. Auf jeden Fall, ich denke mal 90, 95. Wir tracken 85 Gramm ein und gut ist. Ja, dann haben wir ein bisschen Puffer. Und Ketchup müssen wir auch noch machen. Ketchup, Inhalt sind 550 Gramm. Rechnen wir für die Verpackung, sehen wir gleich. 20. Das sind jetzt, ja, 300 Gramm würde ich sagen. 300 minus 20, oder? 20 Gramm? Ja, wir rechnen auch einfach jetzt so ab, da würde ich sagen. Das heißt 200 Gramm. 250 sogar. Hast du dann gegessen, oder? 250 Gramm, ja. Ja, wir rechnen einfach die Packung mit, dann haben wir ein bisschen Puffer, falls wir irgendwas falsch gerechnet haben. Ja. 250 Gramm. So. Es geht in die letzte Runde. Zeitraffer wird angestellt. Kannst mal hier hinfilmen.
hier die Uhrzeit. 19:40 wird es jetzt umschlagen. 19:40. Ich habe bis 20:09 Zeit. Das heißt, okay. Eine halbe Stunde habe ich noch Zeit ungefähr. Ja, okay. Das schafft er. 4 Milchschnitten, nicht 5. Ich habe eine weggeschmissen, muss ich hier sagen, weil wir das jetzt mal eingetrackt haben und ich brauche nur 4, um 20.000 zu schaffen. Deshalb. Plus die Raffaelos, ne? Und 4 Kinder-Countries. Halbe Stunde. Boah, das wird so viel im Mund, ne? Es wird immer mehr und mehr. Es wird ernst. Endspurt, Leute. Ihr wisst Bescheid. Er ahnt noch nicht. Ja, okay, es war schon strong mit dem Raffaello. Also wenn du es wirklich nicht merkst, dann ist das schon echt geil, wenn du mehr Kalorien isst, als du weißt. Weil wenn du dann weißt, dass da noch Raffaello drauf sind, dann achtest du drauf und dann schmeckt es dir bestimmt schlimmer. Ich muss dazu sagen, ich habe die Challenge unterschätzt. Ja. Und da bin ich jetzt wirklich auch an meine Grenzen gestoßen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Respekt an jeden, der das schafft. Respekt auch an Franklin. Also, der ist ja nochmal anders gebaut als ich. Ich finde, du siehst auch richtig fertig aus. Der ist nochmal anders gebaut als ich. Wir müssen gleich mal vergleichen, wie der abends aussah und nach den 24 Stunden. Nicht so viel wie ich. Ist weniger gewohnt und hat es so durchgezogen. Also, da dicke Props an jeden, der den Scheiß schafft. Und es ist ja noch nicht rum. Guck mal deine Augen an. Die sind so richtig klein. Die werden so richtig zugedrückt. Ja, guck, Gefühl. Ist auch nicht billig, ne? Ich bin müde, ich bin saumüde. Dort habe ich das Gefühl, ich penne gleich ein. Er hat vorher noch geschlafen. Ich musste ihn nach einer halben Stunde wecken, tatsächlich. Ja, ich bin eingeschlafen. Ich habe mich kurz auf meinen Bauch gelegt und bin dann einfach eingeschlafen. Und jetzt muss es nur noch runter. Darf ich dir was sagen? Ich habe 4 Oreos auf deinem Donut gehauen. Wenn du das gegessen hast, was in deinem Mund ist, dann hast du die Challenge geschafft. Darfst du nicht mehr essen? Nee, musst du nicht mehr essen. 100%? 100%, ich habe alles getrackt. Mit dem vollen Mund, erst so glücklich. Wie hast du dich auf den Donut gehauen? Ich habe dich schon raufgepackt, ich habe alles getrackt. Hast du nicht gemerkt, ne? Er hat nichts gerafft. Ich habe 4 Oreos drauf. Du musst somit diese Dinger da nicht mehr essen. Muss ich nicht mehr essen? Nee, du kriegst den Mund auf. Du hast geschafft, was. Mit dem vollen Mund war das nochmal geiler. Das war eine schöne Überraschung. Und in die Flasche kotzen. Yes. Respekt, das ist wirklich geistgestört. Also Fazit. Easy. Das ist wirklich geistgestört. Wir fügen hier, das macht meine Freundin macht das alles. Ich bin Technik null begabt, muss ja eine Stelle. Alter, W-Wife. Meine Freundin. Ich sage an meine Freundin, die mir sau geholfen hat, die hat mich motiviert. Ja, strong. Ich sehe das Video nicht immer, aber hinter dem Timestamp hat sie mir zugerufen, wie im Training, hat gesagt, auf, du schaffst es. 4 Raffaelos gleich 2 Milchschnitten, ehrlich? Sie hat zu mir gesagt, jetzt musst du wieder essen, ich hätte sonst verschlafen. Also ohne meine Freundin hätte ich das niemals geschafft, muss ich an der Stelle sagen, weil rein von mir aus hätte ich es, glaube ich, nicht so durchgezogen. Deshalb immer gut, wenn man so jemanden an seiner Seite hat. Und meine Freundin hier, 1952, wird auch alles filmen, schneiden, weil die da sich echt super gut auskennt und ich mich gar nicht. Deshalb wird sie hier, denke ich, mal irgendwie Screenshots einfügen von den Kalorien. Könnt auch alles, was ich gegessen habe, in dem Video nachverfolgen und bei euch eintracken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr lasst mir ein Like da, abonniert vielleicht meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Starkes Video. Ich habe einen falschen Account geguckt. Auf Instagram bin ich am aktivsten. Martin_H_96 hierfür. Hallo Leute, mein Name ist Martin. Digga, vergleich das einfach mal. So sah der am Anfang aus und so am Ende. Fix und fertig. Guck mal, wie krass sein Gesicht aufgegangen ist auch. Und wie fettig er aussieht, weil er so schwitzt. Ist das disgusting, Alter, wirklich. Martin.